Ein wunderschönes Hallo, heute mal aus Utrecht. Hier beginnen wir morgen unsere Holland-Rundfahrt mit der Fahrt nach Amsterdam. Heute haben wir erstmal Utrecht hier unsicher gemacht, haben uns das Städtchen angeguckt. Schöne kleine Gassen, die Grachten, alles wunderschön. Morgen geht es dann nach Amsterdam weiter. Dann führt unser weiterer Weg dann an die Nordsee, dann nach Den Haag, Rotterdam, bis wir dann in 8 bis 10 Tagen wieder hier in Utrecht ankommen. Zuerst führt uns unser Weg nach Amsterdam an der Vecht entlang, immer begleitet von wunderschönen Villen und viel Wasser. In Amsterdam erleben wir dann die Synthese aus alten und sehr modernen Sachen. Wir werden 3 Käsestädtchen besuchen und uns mal angucken, wo der Käse hier in Holland herkommt. Bei traumhaftem Wetter werden wir ein Bad in der Nordsee genießen und wir werden durch Wahnsinns-Dünenlandschaften entlang der Nordsee und das auch auf besten Radwegen bewundern. Wir werden die drittgrößte Stadt der Niederlande besuchen mit dem Königs- und dem Regierungssitz. Nur den König haben wir nicht getroffen. Unser nächster Stopp war dann das hochmoderne Rotterdam mit seinen ganzen Hochhäusern und natürlich mit dem Boot ging es dann zu den Windmühlen von Kinderdijk. Die dürfen natürlich bei einer Hollandreise nicht fehlen. Auch oftmals mit der Fähre übersetzen, was allerdings kein Problem war. Und immer sind wir auf wunderbaren Fahrradwegen in traumhafter Natur gefahren. Bleibt dran, guckt euch die Filme an. Und wir melden uns später wieder.